wenn kein, Kinder keine Grenzen brauchen, wie kann ich denn meinen Kindern das Leben lehren, wo meine Erfahrung doch ist, dass sie ununterbrochen an irgendwelche gesellschaftlichen Grenzen stoßen und die auch alle einhalten muss und mich ganz häufig und meistens auch tatsächlich richtig eingegrenzt, begrenzt und eingeengt fühle. Wie kann ich mein Kind vorbereiten auf diese in der Realität sich darstellendes Leben innerhalb der Gesellschaft? Und hier ist unsere Gesellschaft im Moment eine, die sehr, sehr viele Grenzen setzt und wenig Raum gibt für Entfaltung und Kreativität. Wenn wir genau hingucken, merken wir, dass wir diesen Raum uns tatsächlich selbst schaffen müssen. Nachricht ist, es geht, man kann sich diesen Raum schaffen. Die schlechte Nachricht ist, ich muss es selbst tun. Er wird mir nicht automatisch gegeben. Und das ist zum Beispiel das, was ganz wichtig ist, unsere Kinder zu lehren, dass sie sich nicht abgewöhnen, sich den Raum zu suchen, den sie für ihre Entfaltung brauchen. Weil unsere Kinder kommen auf die Welt mit diesem Bedürfnis, mit dem Bedürfnis nach Raum und nach Entfaltung und ja, nicht nach Grenzen. Aber auch zu schauen, wie kann ich, wenn ich mich entfalte, trotzdem in Verbindung mit meiner Umwelt bleiben? Und dazu gehört, dass wir zeigen, wie man das tatsächlich im Leben macht. Das heißt, am besten zeigt sich das und kann man das zeigen in der Familie, zum Beispiel die Eltern, wie sie als Partner miteinander in ihrer Unterschiedlichkeit trotzdem sich entwickeln. Ich sag mal ein Beispiel, das ich erzählt bekommen habe und das mir sehr, sehr gut gefallen hat. Bekannte von mir, die ein siebenjährigen Jungen hatten, das heißt, ja, hatten, weil der war mal sieben, inzwischen ist da ein bisschen älter. Jedenfalls, als der 7 Jahre alt war, die Mutter ist eine gut im Leben stehende und sehr professionelle in der Wirtschaft arbeitende und der Mann hat ebenso seinen Beruf, ist aber in seiner Arbeit geregelter von außen. Seine Arbeit ist geregelter von außen. Die Frau hatte eigentlich eine Vision, eine ganz bestimmte Arbeit zu bekommen und eine ganz bestimmte Position zu bekommen in ihrer Karriere, aber sie dachte so, dass das erst in 5-6 Jahren passieren würde. Allerdings
passiert ist, dass sie ganz plötzlich dieses Angebot bekam, diese besondere Arbeit machen zu dürfen. Allerdings erforderte das natürlich einen weitaus höheren Aufwand und viel mehr Zeit. Und die Frage war, was wird mit der Kinderbetreuung? Der Mann, nachdem sie beide miteinander viel gesprochen hatten, wie sie es machen wollen, machte der Mann das Angebot und sagte, also ich bleibe jetzt die nächsten 3 Jahre und übernehme praktisch die Kindererziehung und auch mich um den Jungen zu kümmern und auch den Haushalt. Und nach 3 Jahren setzen wir uns zusammen und entscheiden dann neu. Okay? Die Familie tat das. Und nach einem Jahr stand aber plötzlich die Frage, dass, wie das immer dann so ist, der Haussegen absolut schief hing. Der Mann war völlig frustriert und fühlte sich sehr von seiner Frau vernachlässigt. Als wir dann schauten und fragte, was ist denn der Zusammenhang, wie sieht es denn jetzt bei euch zu Hause aus, erzählte sie, also ich komme so gegen 18 Uhr, manchmal 19 Uhr nach Hause und ich öffne die Tür und dann kommt mir schon mein Sohn entgegen und hängt an meinem Hals und erzählt und erzählt und erzählt und erzählt, was alles so er den ganzen Tag erlebt hat. Ich kann gerade mal so meine Sachen ausziehen und er hört nicht auf zu erzählen und ich muss mit ihm Abendbrot essen und ihn waschen und ins Bett bringen. Und meistens ist es so, dass ich auch müde bin und dann schlafen wir gemeinsam ein. Und wenn ich in der Nacht aufwache und so gegen 3 dann ins Bett zu meinem Mann komme, dann ist der stinke sauer. Ich hoffe, Sie können verstehen, dass er stinksauer ist. Ich konnte das verstehen, weil natürlich unter diesen Umständen, dass die Frau den ganzen Tag nicht zu Hause ist, nach Hause kommt, sich nur dem Kind widmet, bleibt für die Kommunikation und die Beziehung zu ihrem Partner nichts übrig. Auch nicht die Wertschätzung dafür, dass er ihr den Rücken so frei hält, dass sie ihre Arbeit machen kann. Wir haben gemeinsam beraten und ich habe ihr die Augen geöffnet über diesen Fakt, dass sie tatsächlich hier berechtigten Frust von ihrem Mann bekommt. Was sie ja auch verstanden hat, aber sie sagte, was soll ich denn tun? Ich muss mich doch um mein Kind kümmern, der fordert doch so viel Aufmerksamkeit. Und ich möchte doch nicht, dass er sich von mir frustriert und zurückgewiesen fühlt und vielleicht dann nachher noch denkt, ich habe ihn nicht lieb. Wir haben uns in diese Situation hineinversetzt. Also
eins ist klar, Kinder wollen unbedingt und immer volle, nicht nur 24, 48 Stunden und noch darüber hinaus Aufmerksamkeit am Tag. Und nie ist die Aufmerksamkeit genügend. Sie können tun, was sie wollen, und sie können sich Mühe geben, wie sie wollen. Sie werden nie erreichen, dass ihr Kind meint, ausreichend Aufmerksamkeit und Zuwendung bekommen zu haben. Weil das gehört zum natürlichen Bedürfnis und zur natürlichen Entwicklung der Kinder, dass sie diese Grundforderung immer stellen. Gott sei Dank kommen sie mit weitaus weniger Aufmerksamkeit im Leben zurecht und sind dann keine zurückgewiesenen Menschen und frustrierten Menschen, wenn Eltern ihnen zeigen, dass auch Eltern Bedürfnisse haben. Was lernt ansonsten dieses Kind? Das erzähle ich Ihnen im nächsten Video.